Auf der einen Seite haben viele Star Trek-Fans seit langer Zeit auf ein neues Singleplayer-Abenteuer im Star Trek-Universum gewartet, in dem es nicht oder nicht hauptsächlich ständig zu Gefechten kommt und es auch andere Optionen der Spielweise gibt, sowie eine tiefer gehende Story erzählt wird. Und auf der anderen Seite warten Star Wars-Anhänger schon eine Weile darauf, ein neues, umfassendes Universum in modernem Gewand zu erhalten. Werden diese Wünsche nun erfüllt? Immer der Reihe nach. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Informationsvideo, in dem wir der eingangs gestellten Frage nachgehen werden. Unser erster Kandidat auf der Star Trek-Seite ist das Spiel Star Trek Resurgence, welches bereits im Frühling 2022 auf den PC und Konsolen einfliegen soll. In Zusammenarbeit mit Epic sind hier ehemalige Mitarbeiter der Firma Telltale federführend. Dies im Zusammenspiel mit dem jüngst veröffentlichten Trailer lässt vermuten, dass uns eine straighte und möglicherweise tiefgehende, mehr oder weniger geführte Story erzählt wird, in deren Verlauf einige mehr oder weniger für den Spielverlauf relevante Entscheidungen getroffen werden und mehr oder weniger schwierige Rätsel gelöst werden müssen, wie man das von vergangenen Telltale-Spielen bereits kennt. Augenscheinlich bekommen wir in diesem Spiel auch die Möglichkeit, mit einem Shuttle zu fliegen. Wie groß die Freiheiten im Spiel insgesamt sein werden, bleibt abzuwarten. Persönlich gehe ich aber kaum von Dimensionen aus, wie sie beispielsweise Star Trek Online bietet. Allerdings liegt in meinen Erinnerungen das letzte taugliche Singleplayer-Erlebnis bereits Jahrzehnte zurück, sodass wir hier kaum enttäuscht werden können. Ja, freilich wird man hier natürlich trotz allem Enthusiasmus abwarten müssen, wie das Endergebnis wirklich aussieht. Die Grafik von Star Trek Resurgence schaut zumindest mal mindestens interessant aus und Telltale konnte gut Geschichten erzählen. Hoffentlich können dies die Jungs und Mädels von Dramatic Labs nun ebenso. Bevor wir einen gemeinsamen Blick auf die Website zum Spiel werfen, die ich selbstverständlich auch in der Videobeschreibung verknüpft habe. Hier der offizielle Trailer zu Star Trek Resurgence. Because I didn't want to wait years just to get out and see the galaxy. I wanted to go somewhere, see new worlds, look up at a sky no one's ever seen before. It's been a dream of mine since before I can remember. So I would be honored to become a captain someday. We need to learn everything we can. You're not gonna die. Not if I have anything to say about it. This can't be right. Time to impact, 1 minute. Jara, I need you to do the right thing. The fate of the negotiations, the interests of the Federation, and the prospect for peace may very well depend on it. Noch sind die Informationen auf der Website zu Star Trek Resurgence noch relativ sparsam. Ich gehe aber davon aus, dass sich das im Verlauf der Entwicklung nochmal ändern wird. Beziehungsweise, wenn nicht hier, dann vielleicht auf der Epic-Seite oder am Epic-Launcher. Das würde mich hier nicht wundern. Ja, momentan haben wir hier den aktuellen Trailer. Und hier werden so ein paar Fragen und Antworten aufgelistet. Über einiges hatten wir ja schon mal gesprochen, zum Beispiel um welche Art von Spiel es sich handelt. Und hier wird auch nochmal bestätigt, dass es sich um ein narratives Abenteuerspiel handelt, also genau in Telltale-Manier. Und wir werden noch sehen, dass Telltale auch hier im weiteren Verlauf noch das eine ums andere Mal erwähnt wird. Ja, wir haben ein Abenteuerspiel, wir haben ein Rollenspiel, es gibt verschiedene Mechaniken, ja, Shuttlefliegen, Phaserkämpfe, Tricorder-Scan, Stealths, Mikro-Gameplay-Mechaniken, also wahrscheinlich Minispiele, was dann so ein bisschen die Rätsel abbildet, die ich vorhin bereits erwähnt habe. Das Ganze im Third-Person-Mode mit Blick über die Kamera
und zwei spielbaren Hauptcharakteren, zwischen denen gewechselt wird. Der wird jetzt auch im Vergleich mit anderen Spielen hergestellt, die ich persönlich zwar kenne, aber selber noch nicht gespielt habe. Ja, und wann findet das Ganze statt? Und es findet statt im Jahr 2380, in der Ära unmittelbar nach den Next Generation Spielfilmen. Kann gut, kann schlecht sein. Ich denke mal, es wird da hauptsächlich drauf ankommen, was uns hier für eine Story erzählt wird. Vielleicht bedeutet das, dass wir hier eine Story ganz im Style von Next Generation bekommen werden. Aber das würde ich jetzt mit dem bisschen Informationen hier noch nicht so ableiten wollen. Und ja, welche Charaktere sind im Spiel enthalten? Es ist eine ganz neue Crew, um die eine Geschichte gesponnen wird, mit Fokus auf die zwei Hauptcharaktere. Aber es werden auch beliebte Charaktere dabei sein, die man schon in Serie und Film gemocht hat. Da werde ich mal sehr gespannt sein, was das für welche sein werden. Hier nur ganz kurz, wir hatten schon drüber gesprochen, Dramatic Labs, Mitarbeiter oder viele Mitarbeiter, ehemals Telltale. Engine haben wir hier die Unreal Engine und Beanie. Beanie ist nochmal so ein zusatzinteraktives Drehbuchsystem. Okay, wer veröffentlicht ist? Epic Games und Lizenz von Viacom CBS und Mehrspiele und Mikrotransaktionen. Ja, also hier wird auch nochmal bekräftigt, es handelt sich um ein reines Einzelspielerlebnis ohne Mikrotransaktionen, DLCs oder andere zusätzliche Monetarisierungsinhalte. Was bedeutet, wenn wir uns dieses Spiel beschaffen sollten, wenn es rauskommt, bekommen wir hier versprochen ein abgerundetes, abschließendes Spielerlebnis serviert zu bekommen. Was war euer letztes Star Trek-Spiel und was erwartet ihr euch von einem zukünftigen Projekt im Star Trek-Universum? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn euch solche Double Features wie in diesem Video gefallen, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und werft einen Blick auf meine übrigen Videos. Herzlichen Dank! Kommen wir nun weder zur hellen noch zur dunklen Seite der Macht, aber zum zweiten Spiel in diesem Double Feature, nämlich Star Wars Eclipse, was Sonnenfinsternis bedeutet. Mit an Bord bei der Entwicklung sind Lucasfilm Games und Quantic Dream, die dieses Spiel in der Ära der Hochrepublik umsetzen werden. Was wir bisher über das Spiel wissen, ist, dass die Lebensweise und die Freiheit im Outer Rim bedroht sein sollen und es diese zu verteidigen gilt. Dabei soll ein weitläufiges Spiel erforschbar sein und es sollen schwere Entscheidungen getroffen werden müssen, die einen Einfluss auf den weiteren Spielverlauf haben werden. Es sollen sich verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Eigenschaften spielen lassen, die Systeme und Orte besuchen können. Zum Erscheinungstermin ist bisher noch nichts bekannt. Ich persönlich gehe aber davon aus, dass dieses Spiel noch etwas auf sich warten lassen wird. Genauere Informationen zu Star Wars Eclipse stehen hoffentlich bald zur Verfügung. Dann wird vielleicht auch besser abschätzbar sein, wie das Spiel genau aufgebaut ist. Jedenfalls könnte es, wenn der Trailer Rückschlüsse auf die Spielegrafik zulässt, ein wahrer Augenschmaus werden. Auch zu diesem Spiel schauen wir uns einen Trailer an, bevor wir uns gleich der Website widmen, die ich ebenfalls in der Videobeschreibung verknüpft habe.
Im Grunde ähnlich aufgebaut wie die Website zu Star Trek Resurgence finden wir auf der Webseite zu Star Wars Eclipse den dementsprechenden Trailer und einige Informationen zum Spiel, die hoffentlich noch erweitert werden. Und was ich vorhin noch vergessen habe und jetzt einmal für beide Seiten sage, ist, dass es hier die Möglichkeit gibt, sich für Updates in einem Newsletter anzumelden, um sich hier immer auf dem Laufenden zu halten. Ja, alles noch relativ nebulös, auch hier auf der Webseite. Ja, sehe die Galaxie durch die Augen eines Ensembles aus mehreren charismatischen, spielbaren Charakteren. Ja, eine Original Star Wars Geschichte. Hier kann man jeweils dann noch in die einzelnen Bereiche rein verknüpfen und sich hier nochmal weitere Informationen anschauen. Hier zum Beispiel, dass Entscheidungen Konsequenzen haben. Und solche Geschichten, so jetzt mal kurz wieder hier so zurück. Outer Rim, wundert euch bitte nicht über diese Übersetzung, das gilt für beide Spiele. Ich habe das einfach mal durch einen automatischen Übersetzer hier laufen lassen. Also hier auch noch relativ wenige Informationen, auch keine Frequently Asked Questions hier. Dafür aber ein umfangreiches Fan-Kit, wo ihr euch für Facebook, für den Desktop, für weiß der Teufel nicht, für YouTube und alles Mögliche Bilder herunterladen könnt. Eine ganz nette Geschichte, wie ich finde. Auch wenn einen die nicht viel schlauer macht, was das eigentliche Spielerlebnis angeht. Zumindest jetzt noch nicht. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was euer letztes Star Wars Spiel gewesen ist und was ihr euch von einem zukünftigen Projekt im Star Wars Universum erwarten würdet. Und auch wenn diese Spiele wahrscheinlich die sprichwörtlichen Welten voneinander entfernt sind, bin ich doch auf beide gespannt und werde sie dementsprechend im Auge behalten. Wenn ihr künftig immer über interessante Videos auf meinem Kanal informiert werden möchtet, abonniert uns gerne und klingelt das Glöckchen. Bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.